Hallo liebe Sternzeichen Jungfrau, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Legung für den September ansiehst. Wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zum September mitgeben können und starten mit dem schamanischen Traumdeck. Also, was kommt hier auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab im September? Welche Themen, welche Energien kommen hier für dich raus? Welche Nachrichten, welche Botschaften solltest du für die kommenden Wochen erhalten? Worauf möchten die Karten dich hier hinweisen? Was solltest du zum September wissen, liebe Sternzeichen Jungfrau? Und ich wünsche dir natürlich auch einen wunderbaren Geburtstag und hoffe, dass das kommende Lebensjahr ein besonders schönes für dich wird. Wir haben hier jetzt die Sterne am Himmel mit dem Thema grenzenlose Möglichkeiten und der Nummer 51. Außerdem das Herzensheim mit dem Thema Mitgefühl und der Nummer 27. Und das fernere Tor mit dem Thema Vermächtnis und der Nummer 55. Okay. Jemand könnte 51, 27 oder 55 Jahre alt sein. Für manche könnte sich hier am 27. September etwas Relevantes abspielen. Oder diese Zahlen resonieren ansonsten irgendwie mit dir. Nimm in dieser Legung sowieso nur die Nachrichten für dich mit, die sich richtig anfühlen und mit dir in Resonanz gehen und lass den Rest einfach für andere übrig. Hör immer auf deine eigene Intuition. Sie wird dir sagen, was hier für dich passen könnte und was nicht. Für mich kommt hier durch, die Tore werden dir geöffnet. Die Tore zu deinem Herzensheim. Ich weiß nicht, ob hier manche umziehen oder Pläne schmieden, umzuziehen. Oder irgendwo scheinst du anzukommen. Irgendwo scheinst du auch mit offenen Toren quasi empfangen zu werden. Vielleicht startest du an einem neuen Arbeitsplatz und dort wirst du willkommen geheißen, wirst du mit offenen Armen empfangen. Oder vielleicht näherst du dich einer Person an, die sich dir öffnet diesen Monat. Aber ich habe das Gefühl, dass du dich in neues Territorium begibst quasi und dass du dort aber sehr schön empfangen wirst. Und das könnte eben auch etwas sein, wovon du jetzt noch gar nicht weißt, vielleicht lernst du jemand Neues kennen oder vielleicht manche könnten hier auf irgendeine Art und Weise ihre Community finden. Sei es online oder sei es, dass du irgendeine Art von Gruppe beitrittst oder so, irgendeiner Gemeinde oder dass du mit anderen Menschen einem Hobby nachgehst. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe das Gefühl, irgendjemand empfängt dich mit offenen Armen. Superschöne Botschaft hier. Lass uns schauen, wie das für dich resonieren könnte. Inwiefern wirst du diesen Monat mit offenen Armen empfangen? Was ist das hier für ein neues Umfeld, wo dir Tür und Tor geöffnet wird? Und was spielt sich diesen Monat ansonsten bei dir ab, liebe Sternzeichen Jungfrau? Was solltest du sonst noch zum September wissen? Was können dir die Karten hier Wichtiges mitgeben? Wir haben das Ass der Materialien, die 8 der Emotionen und die 10 der Emotionen. Eine Karte lege ich noch dazu, und zwar ist das der Turm. Ich habe das Gefühl, den hatten wir länger nicht mehr. Oder hatte ich länger nicht mehr in einer der Legungen. Wir gehen die Karten der Reihe nach durch und starten mit der Erklärung des Asses der Materialien. Wofür steht das Ass der Materialien hier bei dir zu Beginn des Monats? Was könnte sich ungefähr in der ersten Septemberwoche bei dir abspielen, liebe Sternzeichen Jungfrau, mit dem Ass der Materialien, der Mäßigkeit und der 4 der Schwerter? Mit der Mäßigkeit kommt hier das Sternzeichen Schütze durch und mit dem Hierophant das Sternzeichen Stier. Diese Sternzeichen könnten also in deinem Umfeld irgendwie relevant sein Anfang September. Ja, das sieht schön aus. Ich habe das Gefühl, dass du dich sehr wohlfühlst in einer Umgebung oder mit bestimmten Menschen, mit denen du Anfang September Zeit verbringst.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier etwas in einem kleineren Rahmen stattfinden könnte. Vielleicht fühlst du dich deiner Familie oder deinen engsten Freunden sehr verbunden Anfang September und führst dir vielleicht irgendwelche tiefgehenden Gespräche, die super schön sind und euch irgendwie zusammenschweißen. Für manche habe ich auch das Gefühl, dass auf der Arbeit irgendwelche Besprechungen in einem kleineren Rahmen stattfinden könnten und dass diese Besprechungen sehr hilfreich sein könnten, sehr zielführend sein könnten, selbst wenn du nicht Teil von diesen Besprechungen bist. Für manche habe ich das Gefühl, dass es hier irgendwelche Besprechungen gibt, die stattfinden könnten, die dein Arbeitsumfeld oder die Arbeitsatmosphäre irgendwie beeinflussen könnten langfristig. Vielleicht werden dort irgendwelche Entschlüsse getroffen, irgendwelche Entscheidungen gefällt, die sich positiv auswirken könnten auf deine Zukunft am Arbeitsplatz. Oder vielleicht besprichst du hier auch mit irgendjemandem etwas, was deine Zukunft vielleicht angeht, was deine Gefühle angeht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Atmosphäre hier sehr entspannt ist, sehr verständnisvoll ist und wirklich zu etwas führen könnte. Wenn es also Dinge gibt, die dich beschäftigen aktuell, die du ansprechen möchtest, die du gerne verändern würdest, dann könnte Anfang September dafür ein guter Zeitraum sein. Weil ich habe das Gefühl, mit wem auch immer du hier redest, dein Gegenüber wird wahrscheinlich sehr offen sein für das, was du zu teilen hast, wird dir zuhören und versuchen, auf dich einzugehen. Anfang September könnte für einige Jungfrauen wirklich guter Zeitraum sein, um Lösungen zu finden, um Dinge anzusprechen, die angesprochen werden müssen oder sollten. Und ich glaube, dass das einfach ein angenehmes Gespräch wird und eben sogar zu etwas führen kann. Generell dich anderen Menschen anzuvertrauen, könnte Anfang September eine gute Entscheidung sein. Das fühlt sich sehr harmonisch an, sehr schön an. Du könntest wirklich das Gefühl haben, hier auch willkommen zu sein, wie schon ganz am Anfang angesprochen, beziehungsweise gut aufgehoben zu sein. Manche könnten vielleicht irgendwie, das kommt auch gerade durch, ist eine sehr spezifische Botschaft, aber manche könnten sich vielleicht einen neuen Therapeuten oder einen neuen Arzt oder sowas suchen. Oder einen neuen Berater, was die Finanzen oder so angeht. Was auch immer das ist, wenn das mit dir resoniert. Ich glaube, du wirst das Gefühl haben, dass diese Person sehr kompetent ist, dass du mit dieser Person über deine Angelegenheiten sprechen kannst, ohne irgendwie ein Schamgefühl, ohne dich unwohl fühlen zu müssen. Du kannst darauf vertrauen, dass diese Person Dinge für sich behält. Auch wenn du mit Freunden oder Familie hier irgendwas teilst. Ich habe das Gefühl, dass du die Person wählst, wo du weißt, dass du dieser Person vertrauen kannst und dass dieses Geheimnis quasi unter euch bleibt oder dass diese Person nicht direkt mit der nächsten Person darüber spricht. Lass uns die 8 der Emotionen ansehen. Worum geht es hier mit der 8 der Emotionen bei dir ungefähr in der zweiten Septemberwoche? Nochmal der Turm. Jede Menge große Arkana-Karten hier auch. Was schön ist. Wir sehen hier ein Loslösen, was aber verbunden ist mit einem Neuanfang. Ich habe das Gefühl, du wirst irgendwo willkommen geheißen oder du startest irgendwo ein neues Kapitel im September. Und das gibt dir die Möglichkeit, etwas Altes auch emotional loszulassen. Für manche kommt hier gerade durch, dass du
quasi zur Sicherheit noch an etwas Altem festgehalten haben könntest, falls ein Neuanfang nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Aber ich glaube, dass manche hier merken könnten, im September dieser Neuanfang funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Oder ich kann mich hier getrost auf etwas Neues einlassen. Und dementsprechend kann ich jetzt das Alte auch loslassen. Okay. Ja, vielleicht merkst du, dass du wirklich gute Chancen bei potenziellen neuen Arbeitgebern hast und dass die Reaktion auf dich hier sehr positiv ist, auf deine Bewerbung sehr positiv ist und dementsprechend kannst du guten Gewissens kündigen. Oder vielleicht lernst du irgendwie neue Menschen kennen, lernst jemand Neues in der Liebe kennen und kannst deshalb jetzt wirklich das, was in der Vergangenheit war, hinter dir lassen und machst dir da nicht mehr so viele Gedanken drüber. Manche könnten hier dementsprechend vielleicht auch Vertrauensprobleme oder ähnliche Ängste und Sorgen loslassen. Ich weiß nicht genau, wie das mit dir resoniert. Warte, lass mich dazu eine Erklärung legen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch zu unspezifisch hier. Was beginnt hier Neues für dich? Und was ist dementsprechend das Alte, was du loslässt? Okay. Für manche kann es eine ganz neue Lebensweise sein. Ich weiß nicht, ob manche hier in der letzten Zeit irgendeine Art von Erwachen hatten oder Erkenntnis darüber hatten, wie sie ihr Leben gestalten wollen und im September das wirklich auch umsetzen. Manche könnten hier tatsächlich sich auf eine Person einlassen, neue Beziehungen knüpfen, in denen sie sich aufgehoben fühlen. Das Sternzeichen Stier kommt hier mit dem doppelten Hierophant auf jeden Fall sehr stark durch und eben auch dieses Thema tiefgehende Bindungen. Manche könnten sich hier vielleicht auf eine Beziehung einlassen diesen Monat oder ja, der Hierophant wird auch die Ehekarte genannt. Ich weiß nicht, für wen das relevant sein könnte. Manche könnten hier vielleicht Familie oder Freunde des Partners, der Partnerin kennenlernen und sich da wirklich willkommen und akzeptiert fühlen. Manche könnten hier merken, es ist quasi sicher, Zukunftspläne zu schmieden. In einer Situation. Ich glaube, du bist jetzt an einem Punkt, was diesen Neuanfang angeht, wo du merkst, das Ganze ist so, so sicher, dass ich mir erlauben kann, über die Zukunft nachzudenken und anhand dieses Neuanfangs Pläne zu schmieden, die ich mich vielleicht vorher nicht getraut habe zu schmieden, weil das Ganze noch nicht sicher war. Ich hoffe, das macht Sinn. Ja, solange du diesen Job noch nicht sicher in der Tasche hattest, wolltest du dir vielleicht keine Gedanken darüber machen, wie das Ganze langfristig weitergehen kann. Oder solange das mit dieser Person noch keine feste Partnerschaft ist, wolltest du jetzt auch nicht darüber nachdenken, welche Träume du dir mit dieser Person erfüllen kannst oder wie glücklich ihr als Paar sein könntet. Aber ich glaube, dass manche hier jetzt an einem Punkt sind im September, wo du merkst, dieser Neuanfang kommt richtig ins Rollen und dementsprechend kann ich jetzt auch etwas weiterdenken. Kann ich mir erlauben, mich wirklich hier fallen zu lassen? Ich brauche dieses Sicherheitsnetz nicht mehr, was auch immer das für dich war. Ja, gerade wenn das in der Liebe mit dir resoniert. Ich habe das Gefühl, dass manche sich wirklich zurückgehalten haben könnten mit irgendwelchen Tagträumen oder Fantasien, weil sie vielleicht in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass
sich Verbindungen dann doch irgendwie verlaufen haben oder doch nicht in diese Partnerschaftsschiene entwickelt haben. Und um dir eine gewisse Enttäuschung zu ersparen, hast du vielleicht dir selber gar nicht erlaubt, weiterzudenken in einer Situation. Aber jetzt merkst du, das Ganze fühlt sich so gut an. Ich kann mir sicher sein, das Ganze kommt hier wirklich ins Rollen und dementsprechend brauche ich mich da jetzt gar nicht mehr zurückhalten, brauche ich nicht mehr an der Vergangenheit festhalten. Super, super schön. Ich würde sagen, wir schauen uns die 10 der Emotionen genauer an. Was kann uns die 10 der Emotionen hier noch zu deinem September verraten, liebe Sternzeichen Jungfrau? Was solltest du hierzu noch wissen? Zu 10 der Emotionen haben wir die Sternkarte und den König der Stäbe. Übrigens mit der Gerechtigkeit kommt das Sternzeichen Waage durch, mit der Sternkarte Sternzeichen Wassermann. Die Sternkarte haben wir jetzt auch doppelt. Also wir haben den Hierophant bereits doppelt, den Turm doppelt und die Sternkarte doppelt. Und alles drei sind große Arkana-Karten. Irgendwas Besonderes spielt sich hier ab bei dir diesen Monat. Mit dem König der Stäbe haben wir auf jeden Fall hier starke Feuerenergie. Löwe, Widder, Schütze könnten diesen Monat eine Rolle bei dir spielen. Was solltest du hierzu noch wissen? Worum geht es hier genau mit der 10 der Emotionen, der Sternkarte und dem König der Stäbe? Dazu haben wir noch den Ritter der Münzen. Auch Erdenergie kommt hier durch. Jungfrau, Stier, Steinbock könnte deine eigene sein, könnte die von einem weiteren Erdsternzeichen in deinem Umfeld sein. Ja, ich sehe hier auf jeden Fall eine besondere Verbindung zu jemandem. Feuer oder Erde kommt bei dieser Person sehr stark durch. Und ich habe das Gefühl, dass sich das Ganze langsam, aber sicher in eine richtig schöne, harmonische Richtung entwickelt. Für manche kann das in der Liebe der Fall sein. Würde mich definitiv nicht wundern, weil das sieht hier schon alles sehr danach aus, muss ich ehrlich sagen. Für manche kann es auch eine Freundschaft sein, die sich in eine super schöne Richtung entwickelt. Oder das Verhältnis zu einem Familienmitglied. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr euch unheimlich nahe steht diesen Monat, dass sich eure Verbindung stetig weiterentwickelt, dass ihr euch gegenseitig ein super schönes Gefühl gebt. Ihr funktioniert sehr gut zusammen und diese Person hat dir gegenüber einfach ein unheimlich offenes Herz. Diese Person könnte dir eine Menge Mitgefühl schenken im September. Ich weiß nicht, worüber ihr redet, okay, aber es kann sein, dass ihr euch über eure Erfahrungen in der Vergangenheit austauscht und euch gegenseitig hier Mitgefühl schenkt und euch zeigt, okay, diese Erfahrungen sind bei mir gut aufgehoben. Ich verstehe dich, ich sehe dich, ich höre dich. Für manche könnte das das erste Mal seit langem sein, dass du das Gefühl hast, jemand versteht dich wirklich. Jemand tut nicht nur so, als würde er dich verstehen, sondern versteht dich wirklich. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt. Vielleicht habt ihr ähnliche Wünsche oder Ziele, über die ihr euch austauscht. Auch hierzu würde ich gerne noch mal eine Erklärung legen. Weil das hört sich zwar alles super, super schön und positiv an, aber ich würde da gerne einfach noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Lass uns schauen. Was ist das hier für eine Verbindung? Wer ist dieses Feuer- oder Erdsternzeichen in deinem Leben? Okay, für manche könnte es hier eine gewisse Distanz, körperliche Distanz geben oder gegeben haben. Aber wir sehen hier diese gestrichelte Linie. Selbst wenn ihr vielleicht in der Vergangenheit einen Abstand zwischen euch hattet, habe ich das Gefühl, dass ihr irgendwie immer noch verbunden wart. Vielleicht ist das jemand, der weiter weg wohnt, aber ihr hattet irgendwie immer mal wieder diesen Kontakt online oder so. Oder ja, irgendwas könnte euch miteinander verbunden haben, selbst in den Zeiten, wo ihr euch
kaum gesehen habt oder kaum Kontakt zueinander hattet. Irgendwas hat euch beieinander gehalten. Irgendwie waren diese Gedanken immer da. Du hast immer wieder an diese Person gedacht, diese Person hat immer wieder an dich gedacht. Und wenn das jemand ist, den du noch nicht näher kennst, sondern vielleicht erst näher kennenlernst im September, kann es sein, dass diese Person vielleicht tatsächlich etwas weiter weg wohnt und ihr euch aber erstmal online austauscht. Oder wenn ihr euch, sage ich mal, so irgendwie treffen könnt, wenn ihr nah beieinander wohnt und die Möglichkeit dazu habt, habe ich trotzdem das Gefühl, dass eure Treffen, wie soll ich das sagen, noch nicht unbedingt diese körperliche Nähe haben vielleicht, sondern dass es hier viel um eure mentale oder sogar spirituelle Verbindung geht. Ich habe das Gefühl, dass das jemand ist, mit dem du dich austauschen kannst, ohne zu reden. Lass uns schauen, was solltest du noch hierzu wissen? Für manche ist das vielleicht keine physische Distanz im Sinne von, ihr wohnt weiter voneinander entfernt. Aber es kann sein, dass es irgendwelche größeren Unterschiede gibt. Das Wort Kluft kam mir gerade durch. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht in komplett unterschiedlichen Situationen irgendwie aufgewachsen seid oder unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Religionen. Ich weiß nicht genau. Irgendwas könnte es geben, was euch sehr voneinander unterscheidet und deshalb würde man davon ausgehen, dass zwei Menschen, die so unterschiedlich sind wie ihr, nicht wirklich diese Verbindung haben können, aber sie ist da. Irgendwas verbindet euch trotz eurer Unterschiede. Und das ist, ja, eure Seele vielleicht. Klingt kitschig, aber das ist das, was ich hier wahrnehme. Ich glaube, du hast es hier mit jemandem zu tun, der sehr selbstbewusst ist, aber Dinge tendenziell langsamer angeht. Und ich glaube, irgendetwas gibt es, was euch sehr stark miteinander verbindet. Ihr könntet eine ähnliche Persönlichkeit haben oder ähnliche Ziele oder Wünsche oder Ansichten zu Dingen haben. Und ich sehe hier, dass ihr eine sehr starke Bindung zueinander aufbauen könnt, die auf Vertrauen basiert. Beruflich habe ich das Gefühl, dass irgendjemand mit mehr Macht oder mehr Status als du sehr viel Potenzial in dir sieht im September. Hier gibt es jemanden, der wirklich auf dich baut oder das Gefühl hat, dass du sehr zu dem Erfolg dieser Person oder dieses Unternehmens beitragen kannst. Das könnte vielleicht auch ein besonders wichtiger Kunde oder Klient sein oder ja, dein Boss, irgendjemand, der dir vorgestellt ist. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass irgendjemand, der, sag ich mal, im Rang höher ist als du, mehr Einfluss hat vielleicht auch als du, dass hier jemand sehr viel Potenzial in dir sieht und vielleicht irgendwie mit dir zusammenarbeiten möchte oder dir irgendeine Möglichkeit geben möchte. Aber irgendetwas zieht diese Person zu dir. Und ich glaube, dass dir das, ja, ein Tor öffnen könnte, auch in beruflicher Hinsicht. Sehr interessant. Manche kann es sogar irgendeine Art von Investor sein, irgendeine Art von Kooperationspartner. Ich weiß nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass das jemand ist, der im Prinzip schon erfolgreicher ist als du, aber das Gefühl hat, dass du es noch zu sehr viel bringen kannst, dass du entweder super intelligent bist oder ein besonderes Talent hast.
Sehr cool. Lass uns den Turm ansehen. Worum geht es hier mit dem Turm gegen Ende des Monats bei dir, liebe Sternzeichen Jungfrau? Was kann dir der Turm noch zum September mitgeben? Was spielt sich in der letzten Septemberwoche bei dir ab mit dem Turm und der Sieben der Schwerter? Deine Legung ist irgendwie besonders. Ich habe das Gefühl, dass das ein Monat sein wird, der sich sehr stark von anderen Monaten unterscheidet. Dass hier Dinge passieren, die du vielleicht in den darauffolgenden Wochen auch erstmal verarbeiten musst. Ja, auf irgendeine Art und Weise wirst du irgendwo willkommen geheißen. Menschen sind dir gegenüber sehr, sehr offen. Du fühlst dich anderen Menschen sehr verbunden diesen Monat. Ich glaube, in persönlicher Hinsicht, was die Menschen angeht, mit denen du bereits eine persönliche Bindung hast. Ich glaube aber auch, wenn du in der Liebe dich jemandem öffnen möchtest, dann gibt es da definitiv das Potenzial für, weil ich denke, dass es hier jemanden gibt, der dir mental oder emotional oder charakterlich sehr ähnlich ist, obwohl euch irgendetwas voneinander trennt oder unterscheidet. Aber da gibt es eine besondere Verbindung. Ich kann mir auch vorstellen, in beruflicher Hinsicht sind Menschen einfach von dir inspiriert oder fühlen einfach so eine Bindung zu dir. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, du bist, du ziehst andere Menschen in deinen Bann diesen Monat, aber auf eine sehr schöne, authentische Art und Weise. Du musst dich nicht verstellen, um Menschen in deinen Bann zu ziehen. Du bist einfach nur du, aber diesen Monat auf irgendeine andere und besonders intensive Art und Weise, weil ich sehe hier absolut eine Reaktion von Menschen auf dich, die du so vielleicht nicht gewöhnt bist. Und es ist einfach nur deine Energie. Auch Ende des Monats könnte noch mal sehr interessant werden. Irgendetwas scheint hier sehr plötzlich zu passieren. Irgendetwas, was dich persönlich betrifft, denn wir haben hier den Eremit, der für das Sternzeichen Jungfrau steht. Lass uns das noch mal genauer ansehen. Was passiert hier so plötzlich und unvorhergesehen? Das Rad steht für plötzliche Überraschungen und ja, unerwartete Ereignisse, genauso wie der Turm auch. Das kann irgendeine Art von Schock sein. Ich weiß aber noch nicht, inwiefern. Was ist das hier genau für eine plötzliche Entwicklung? Mit dem Herrscher kommt hier das Sternzeichen Widder durch. Ja, ich sehe, dass es jemanden gibt, der etwas verändern möchte und einen anderen Weg einschlagen möchte. Wahrscheinlich in einer Verbindung zu einem Widder oder zu einer Jungfrau. Es kann sein, dass du sagst, ich brauche irgendeine Veränderung, irgendwie muss ich ausbrechen, irgendwie muss ich einen anderen Weg einschlagen, vielleicht möchte ich mich von dieser Person unabhängig machen. Oder andersrum, diese Person verhält sich dir gegenüber ganz anders, als du diese Person kennst. Oder diese Person scheint irgendwie auf einmal eine ganz andere Seite von sich zu zeigen, irgendwas ganz anderes zu wollen als vorher. Und in dem Moment könnte das einfach verwirrend sein, es könnte plötzlich kommen. Letzten Endes sehe ich aber, hier ist eine Möglichkeit drin verborgen.
Ja, ich will noch ein paar mehr Karten zur Erklärung. Ja, irgendjemand könnte hier einen neuen Gedankengang in Anstoß, wie sagt man das? Jemand könnte einem neuen Gedankengang folgen, einen neuen Gedankengang in Bewegung setzen. Und das ist dann auch nicht mehr wieder rückgängig zu machen. Die Worte, die hier Ende September geäußert werden, kann man nicht einfach zurücknehmen. Ich glaube, wenn dieser Stein ins Rollen gebracht wird, dann lässt sich das auch nicht mehr aufhalten. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber ich habe das Gefühl, irgendjemand könnte irgendeine Art von Veränderung vorschlagen. Oder jemand könnte sich dir gegenüber ganz anders verhalten, als du diese Person kennst. Und im ersten Moment ist das einfach nur verwirrend und vielleicht sogar schockierend. Aber ich glaube, vielleicht solltest du dir selber erlauben, diesem Gedankengang zu folgen. Oder dieser Veränderung zu folgen, auch wenn es unerwartet kommt, auch wenn das plötzlich kommt, auch wenn das irgendwie im September noch verworren ist und nicht ganz Sinn ergibt. Ja, ich glaube, wir Jungfrauen. Wir wollen oftmals, dass Dinge Sinn ergeben. Wir brauchen Klarheit. Und es ist nicht so, dass wir Angst haben vor Veränderung. Wir sind keine festgefahrenen Sternzeichen, würde ich mal behaupten. Aber wenn sich Dinge verändern, dann haben wir auch gerne einen Einblick darin, wie. Okay. Veränderung ist gut, unkontrollierte Veränderung, ja, muss man gucken. Und ich glaube, deshalb solltest du dir Ende September erlauben, hier zu schauen, ob diese Veränderung oder diese plötzliche Energie nicht irgendwas Gutes oder Positives für dich enthalten könnte. Ich kann mir vorstellen, ja. Aber lass mich das nochmal genauer ansehen. Ich hätte gerne einfach irgendwie einen Anhaltspunkt dazu, worum es hier genau geht. Ist das hier einfach nur eine persönliche Verbindung? Danach fühlt es sich an? Oder geht es hier um irgendeine spezifische Situation? Was können uns die Karten dazu mitgeben? Worum geht es hier? Ja, irgendjemand will mehr. Irgendjemand will was anderes. Irgendjemand scheint sich hier umzuschauen. Oder vielleicht wirst du mehr oder weniger dazu gezwungen, dich umzuschauen und dir Gedanken über etwas zu machen, womit du nicht gerechnet hättest, weil sich hier jemand ganz anders verhält oder weil jemand irgendetwas vorschlägt. Es ist nicht so, dass das was Schlechtes ist, bloß ich glaube nicht, dass du damit rechnest, dass du Ende des Monats dir über dieses Thema hier Gedanken machen musst. Oder dass du hier vielleicht was an der Situation ändern musst, damit alle Parteien hier zufrieden sind. Ja, es kann sein, dass von dir erfordert wird, Ende des Monats, dass du eine andere Herangehensweise wählst, dass du dich anderen Sichtweisen oder Ideen öffnest, weil etwas vielleicht nicht so funktioniert, wie du dachtest, oder weil etwas für andere nicht so funktioniert, wie es für dich funktioniert. Ja, es könnte irgendwas mit deinen Beziehungen zu tun haben. Mit deinen persönlichen Beziehungen. Es könnte hier jemanden geben, der irgendwie
Vielleicht verlangt, dass du dich anders verhältst oder dass ihr gemeinsam einen anderen Weg einschlagt oder vielleicht ist das jemand, der dich mit ganz neuen Sichtweisen oder Wünschen konfrontiert, von denen du vorher noch nichts wusstest. Aber auch wenn das hier plötzlich oder unerwartet kommt, ich würde nicht sagen, dass das eine Situation ist, die man nicht meistern kann. Ich bin mir sicher, dass hier, wie gesagt, vielleicht auch für manche sogar was ganz Positives drin enthalten sein kann. Wenn diese Person sagt, okay, weil angenommen du bist in einer festen Partnerschaft und dein Partner sagt dir, hey, ich würde gerne auswandern mit dir. Vielleicht ist das was, worüber du dir noch nie Gedanken gemacht hast und was dich irgendwie schockiert in dem Moment und was du vielleicht auch im ersten Moment erstmal ausschließen würdest. Aber je mehr Gedanken du dir drüber machst, desto mehr kommt es für dich in Frage. Und es ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Hier kann es auch um ganz andere Sachen gehen. Aber ich denke, dass du, wenn du dir die Zeit gibst, darüber nachzudenken, dich vielleicht hier mit etwas anfreunden kannst und dass diese Veränderung sogar was Gutes sein kann, was auch immer das ist. Okay. Alles in allem sieht das nach einem sehr, sehr schönen, harmonischen Monat aus, nach tollen Beziehungen aus. Ich glaube, dass hier etwas Neues für dich beginnt und dass du dementsprechend etwas Altes loslassen kannst. Wo auch immer du etwas Neues startest im September, du wirst mit offenen Armen empfangen. Menschen sind zu 100% überzeugt von dir und deiner Ausstrahlung und fühlen sich zu dir hingezogen. Du kannst das für dich nutzen, um Dinge anzusprechen, die dir wichtig sind. Du kannst das nutzen, um Ideen nachzugehen. Du kannst das nutzen, um deine Beziehungen zu stärken im September. Und für einige sehe ich hier auch eben in der Liebe eine besonders schöne Bindung zu jemandem. Darauf werden wir in der weiterführenden Legung nochmal eingehen. Die weiterführende Legung findest du unten verlinkt in der Infobox. Wir schauen uns hier nochmal an, mit wem du es genau zu tun hast, welche Eigenschaften diese Person mit sich bringt, wie sich das Ganze im und nach dem September weiterentwickelt und auch, ob es hier Beziehungspotenzial gibt für diejenigen, die noch nicht in einer Partnerschaft sind. Okay, also gerade wenn du sagst, hier gibt es jemanden, der vielleicht irgendwie von mir getrennt ist, sei es körperlich, weil diese Person weiter weg wohnt oder sei es, weil uns Dinge unterscheiden, aber ich fühle einfach diese starke Verbindung zu dieser Person, dann könnte es sein, dass in der weiterführenden Legung was für dich dabei ist. Wobei ich nicht ausschließen würde, dass das für manche auch jemand Neues sein kann, dem du hier näher kommst, wo du sagen würdest, an sich unterscheidet uns irgendwas, aber ich fühle mich so stark zu dieser Person hingezogen. Ich merke hier, da gibt es eine Menge Verbundenheit, eine Menge Mitgefühl. Ja, dann schau bei der weiterführenden Legung gerne vorbei. Wir legen jetzt noch eine Starseed-Karte dazu. Lass uns schauen, was die Starseed-Karten dir noch mitgeben können zum September. Was solltest du abschließend noch wissen, liebe Sternzeichen-Jungfrau? Was können dir die Karten hier noch mitgeben? Und da haben wir Surrender to the Sweetness. Ich liebe diese Karte, so schön. Gib dich der Süße des Lebens hin. Lass dich auf die Freuden des Lebens ein, weil ich glaube, dass das ein ganz besonderer Monat für dich werden könnte. Besonders was deine Beziehungen angeht. Und wir sehen auch hier diese beiden Personen, die sich quasi aus der Distanz ansehen und diesen Blickkontakt halten. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es hier jemanden gibt, zu dem du dich hingezogen fühlst, auch wenn euch vielleicht noch so ein bisschen etwas voneinander trennt. Aber ich bin mir irgendwie sicher, dass ihr diesen Abstand überwinden könnt, okay? Oder dass ihr vielleicht sogar auch diesen Abstand, solange er noch da ist, schätzen lernen könnt, okay? Versuch es zu genießen, dass es da diese Spannung zwischen euch beiden gibt, dass es Unterschiede gibt, die euch besonders machen. Diese Verbindung ist auf jeden Fall was Besonderes, okay? Und auch Zeit mit Familie, mit Freunden und so weiter solltest du genießen. Ich denke, dass das ein wirklich schöner Monat wird. Also ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass du was daraus für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Resttag und einen richtig tollen September.